Einen wunderschönen guten Tag, geliebte Brüderinnen und Brüder. Tommy, war dein Tag auch wunderbar? Absolut nicht. Ich habe vorhin schon eine komplette Folge Kindergarten aufgenommen. Wir haben Montys Mission gemacht, wir haben Montys Mission erfolgreich beendet. Und das Aufnahmeprogramm dachte sich so... Kannst du knicken, Alter. Nettes Spiel, aber deine Audio, Alter, die ist weg damit, ne? Ja, was soll ich sagen? Die ganze Folge hatte keine Audiospur. Da freue ich mich sehr drüber, da freut ihr euch vermutlich sehr drüber. Deswegen erzähle ich euch einfach ganz kurz und knapp, was passiert ist. Und ich meine, ihr habt Glück, weil dann begeben wir uns heute in die finale Mission. Wir haben alles, was wir brauchen, um herauszufinden, was mit Billy passiert ist. Und sollte die die Spur auch in dieser Aufnahme verschwinden, werde ich mich einfach gnadenlos besaufen, dann kotze ich irgendwo in die Ecke, danke Merkel. Also, ich würde sagen, hier habt ihr die kurze Zusammenfassung und dann sehen wir uns gleich wieder im Kindergarten. Zuerst haben wir bei Monty das Jojo gekauft, dann haben wir Stress mit Nugget angefangen, um beim Direktor zu landen, der uns mit seinen Pillen ausgestattet hat. Die Pillen haben wir dann Monty vertickt und sind weiter zu Jerome, dem wir das Jojo gegeben haben, um von ihm die Missionen zu bekommen, für die wir den Hallpass kriegen, um ins Zimmer vom Hausmeister zu gelangen, dem wir dann erstmal seine 5 Dollar geklaut haben, um anschließend dann den Hallpass an Monty weiter zu verticken. Dann haben wir Cindys Mission angenommen, Lilly Kaugummi in die Haare zu klatschen, was wir auf dem Schulhof erledigt haben, um abschließend von Cindy ein paar Dollar zu kriegen. Und dann haben wir noch ein paar Äpfel verbraucht, um eben die kompletten 20 Dollar zusammenzubekommen. Ziemlich unspektakulär das Ganze, wenn ihr mich fragt. Meine initiale Idee wäre ja gewesen, um Jerome zu entführen und seinem Vater in Einzelteilen zurückzuschicken, um von ihm einfach das Geld zu erpressen. Aber naja. Fahren wir nun fort mit der finalen Geschichte um das Verschwinden von Billy. So, geliebte Brüderinnen und Brüder, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Zusammenfassung. Wie gesagt, es ist nicht viel passiert, so alles auf Anhieb geschafft und so. Also ich bin ja quasi Profi in dem Spiel, da muss man ja nichts sagen. So, das heißt, wir haben jetzt hier den Schlüssel, wir haben das Handy und wir haben die Nachricht. Das heißt, ich schaue jetzt erstmal in die Hints, damit wir auch garantiert nichts verkacken. Also schauen wir erstmal. Du brauchst das Special Item von Monty, das ist das Schlüsselchen, von Nugget und von Bugs, um Lillys Mission zu schaffen. Von Nugget? Ah, ja, nee. Ich war verwirrt. Ich dachte eben die Blume, aber die Blume, die brauchten wir für Nugget. Okay, okay. Also, wir brauchen den Zettel, wir brauchen das Schlüsselchen und wir brauchen das Handy. Easy. Du musst Zigaretten kaufen im Schulhof. Ah, ja. Aha, okay. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie den wunderschönen Mann mit diesem wunderschönen Kinn bestechen. Dann würde ich sagen, wir nehmen erstmal Kohle mit. Und zwar genau 3 Dollar, damit Bugs uns nicht abzieht, weil alles andere wäre dumm. Und ist ja nicht so, als würde mir irgendwas Dummes passieren. Ne? Ah, guck mal hier, das ist das Telefon von Bugs, Alter. Das hat er doch da aus der Leiche rausgenommen. Ja, das nehmen wir mal mit. Wir nehmen den Schlüssel mit. Das ist der Schlüssel zum Principal's Office. Ah, ich kann den benutzen, um in das Office reinzukommen. Aber ich sollte das nur machen, wenn es auch wirklich leer ist, ne? Das ist klar, geliebter Bruder. Ne, nehmen wir mit. Und zu guter Letzt, das ist die mysteriöse Nachricht, die Billy Nugget gegeben hat, nur kurz bevor er verschwunden ist. Alter, Lilly wird das bestimmt interessieren, was da draufsteht, so, ne? Ja, eine kleine blutverschmierte Nachricht, was man halt so mitnimmt in die Schule, ne? Habe ich früher auch immer gemacht. Das ist vollkommen normal. So. Ja, wenn ich jetzt nicht losgehe, Alter, dann bin ich zu spät im Kindergarten, Alter. Ja, dann gehen wir mal in die Schule. Ihr wisst, was ich meine. Okay, so, herzlich willkommen hier auf dem Schulhof und, oh, diese Frau, der ist wunderschön. Oh, schaut sie euch an. Sie ist hier nicht ein Engelchen. Sie war letztens noch tot, ja. Okay, wir müssen auf jeden Fall schon mal Kippen kaufen. Hi, Monty. Hey, will ich was kaufen? Guter Mann, ich hätte gern Zigaretten. Was macht das denn? Ein Dollar. Ach, ein Dollar. Easy. So, jetzt haben wir Kippen gekauft. Ah, zeig sie nur niemand, Alter. Da könnte uns beide so ein bisschen Schwierigkeiten bringen, ne? Ja, geliebter Bruder, für wen hältst du mich denn? Ich habe gerade eben noch die Lehrerin umgebracht. Ich verrate hier gar nichts. Psst. So. Ja, hi Lilly. Hi, wie geht's dir? Oh, ja, ich bin Lilly. Vielleicht hast du es schon gehört, aber mein Bruder ist tot. Also nein. Aber vielleicht hast du gehört, was meinem Bruder zugestoßen ist. Das habe ich. Schau mal hier, auf dieser blutverschmierten Nachricht. Was ist das? Oh, das sieht so aus wie Billys Handschrift. Woher hast du das? Was weißt du? Nugget hat's mir gegeben. Also den Zettel, ne? In seiner Nugget-Höhle ist sonst nichts weiteres passiert. Ich distanziere mich von allen Anschuldigungen hier. Oh, ich wusste doch, dass Nugget irgendwas hatte, Alter. Weißt du, was es sagt? Ich kann nicht lesen, Alter. Also auf jeden Fall nicht so gut, wie mein Bruder konnte, ne? Ich habe auch keine Ahnung, geliebte Brüderin. Ich laufe ja eigentlich nur rum und bringe Leute um und so weiter. Also ich habe ja original auch noch gar nichts gelernt, ne? Ja, da müssen wir irgendjemanden finden, der das lesen kann. Los, beeil dich! Okay, chill. Okay, wer kann denn lesen? Wer von denen hier sieht klug aus? Die Lehrerin vielleicht, oder?
Gehen wir mal zur guten Frau, oder? Hey, ich bin Miss Applegate, ich bin sehr gute, Alter, ich hab dicke Titten. Das haben sie, gute Frau, ja. Ah, okay, das war's. Nice story, Bro. Boah, vielleicht zum Hausmeister? Wäre das klug, zum Hausmeister zu gehen? Ja, warum nicht, ne? Wie geht's dir denn, mein Sohn? Ich bin nur der alte Hausmeister, Alter. Ich mach hier nur die ganze Kotze nach euch weg, ne? Wischi, wischi, wischi. Ja, okay, der scheinbar auch nicht. Jerome, hi, du bist doch klug. Oh, ich bin Jerome, du bist nicht cool genug. Okay, weird flex, Bro. Sind die wahrscheinlich eher nicht Bugs. Ist Bugs klug? Ja, verpiss dich, Kind, Alter, ich bin beschäftigt. Willst du ein paar Zigaretten haben? Boah, ich hab Kinder immer ausgeraubt, Alter, damit sie diese von Monty klauen können, Alter. Du bist ja ein richtiger Ehremann. Hier hast du eine Monster-Karte. Okay, was für einen Hint haben wir unlocked? Ja. Ja, das war ja Müll, ne? Danke, Merkel. Dann starten wir den Raum einfach mal neu. So, da sind wir wieder. Natürlich habe ich das alles rückgängig gemacht und ich wundere mich gerade, was will dieser blaue Pixel uns da sagen? Ist das irgendeine Bedeutung? Scheinbar nicht, okay, easy. So, wer kann sonst noch lesen? Cindy? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Ich bin Cindy, willst du mein Freund sein? Nö. Nugget. Oder, was ich mir auch vorstellen könnte, vielleicht hier der Hall-Monitor-Dude. Dude. Wisst ihr, wen ich meine? Vielleicht kann der lesen, ne? Der Mann mit diesem wunderschönen großen Kinn. Aber Nugget konnte auch nicht lesen, ne? Von dem haben wir ja den Brief. Hi, meine Freundin, nenn mich Nugget. Ah, vielleicht beim Direktor. So, ich probiere es einfach mal aus. Wir fragen einfach mal nach Billy und sagen, weißt du, wo Billy ist? Nee, wer weiß das denn? Ja, das ist hier kritisch, Alter. Boah, erstmal schon Pillen rein, Augen, Freunde. Wir haben gerade über Billy gesprochen. Dann gehen wir jetzt mal zum Principal und schauen mal, vielleicht findet, bringt uns das ja weiter. Ne? Also wie gesagt, ich kompletter Blindflug, so Freunde. Geh, hier, sag mal an hier. Was ist denn da los? Los, Alter, viel Spaß hier beim Principal's Office. Okay. Oh, da läuft's. Oh, Memo. Oh, guck mal da, Memo. Der Direktor hat gerade gesagt, Alter, wir sind in sein Office. Hä? Was hast du angestellt, du kleiner, verrückter Junge? Ist gute Frage, gute Frau. Ja, ist nicht mein Problem, ne? Los, Abfahrt zum Direktor. So, jetzt sind wir beim Direktor. Ah, okay. It's Rewind Time. So, sind wir mal wieder hier. Wir haben eigentlich alle abgeklappert, außer. Außer Monty. Hey, was kann ich für die... Ah, okay. Ja gut, Ausschlussverfahren, Freunde. da muss ich natürlich von anfangen. Geliebter Bruder, du müsstest das hier mal für mich lesen. Da sind ein paar Blutspuren drauf. Bitte trage die ganze Zeit Handschuhe. Du weißt schon, AIDS und so, ne? Na klar lese ich dir das vor. Aber das kostet dich einen Dollar, ne? Ist das ein Deal? Okay, geliebter Bruder. Okay, oh, lass mich mal lesen. Puh, Bruder, diese Handschrift, die ist ja grausam, Alter. Okay, das sagt irgendwas darüber, dass da so eine Klappe oder sowas im Principal's Office ist, die geöffnet werden kann mit dem Code, der da drunter geschrieben ist. Ah, okay. Ja, das haben wir ja schon gefunden, ne? Was ist denn der Code? Ja, wo ist der Code, Freunde? Ist er an der Wand? Habt ihr wieder Bildchen gemalt? Wie auf der Herrentoilette? Ohne Scheiß, Alter. Was ist eigentlich los mit öffentlichen Toiletten? Warum malen die Leute gefühlt mit Kacke an öffentlichen Toilettenwänden? Ich verstehe das nicht. Ekelhaft. Okay, was ist der Code? Diese Handschrift, Alter. Die wird ganz grausam an dieser Stelle. Ah, das wird mich ein bisschen Zeit kosten, ne? Um das zu dechiffrieren. Ah, pass auf, Bruder. Ich versuche das zur Lunchzeit geschafft zu haben. Okay. Okay, Planner updated. Okay, wir müssen zu Lilly gehen. Ich bin am Ende vom Spiel und ich habe einfach nie auf diesen Planner geguckt, Alter. Da steht ja eigentlich drauf, was wir mal machen müssen. Big Brain Time. Das ist cool. Okay, Lilly. Und was sagt es? Ja, irgendetwas darüber, dass da so eine geheime Luke ist im Principal's Office. Ja. Oh, eine geheime Luke. Oh. Vielleicht ist es das, wo sie Billy aufbewahren. Ja, oder seine Einzelteile. Vielleicht sind die auch überall in der Wand versteckt, ne? Vielleicht wurde die Tür hier mit Billys Blut gemalt. Na, wer weiß. Ich sag nicht. Okay, wir müssen da reingehen. Wir müssen ihn retten. Wenn nur was. Ich muss irgendwie einen Weg finden, um da reinzukommen, ohne dass der Principal das weiß, Alter, der Direktor. Ich habe einen Plan, aber dafür brauchen wir ein Handy und den Schlüssel, um beim Direktor reinzukommen. Gute Frau, Sie sind da genau an den richtigen Mann geraten. Ich habe ein Handy, ich habe einen Schlüssel und es gibt nur eine Sache, die du dafür tun musst, um das zu kriegen. Gib OnlyFans-Account. Okay, gute Frau, schauen Sie mal hier. Ich habe hier ein Smartphone, was aussieht wie ein Tamagotchi. Hattet ihr mal ein Tamagotchi? Ich hatte mal ein Tamagotchi und das ist irgendwie mal gestorben und, schlechtestes Spielzeug ever. Müll.
Auf keinen Fall, Alter, das ist so geil, Mann. Jetzt brauchen wir nur noch den Schlüssel fürs Office. Gute Frau, ich habe auch den Schlüssel. Oh, Memo. Oh, du hast ja wirklich alles, was ich brauche. Oh, das ist so geil. Oh, ich kann dir jetzt meinen Plan erzählen. Okay, gute Frau. Was ist Ihr Plan? Ich speichere jetzt übrigens so alle 10 Minuten zwischen, Alter, und guck, ob die Audio da ist. Weil sonst, Alter, da raste ich aus. Okay, was ist der Plan? Okay, pass auf. Du musst ganz alleine ins Office geschickt werden. Alleine. Sobald du drin bist, musst du diese Luke finden. Okay, und wie werde ich da alleine hingeschickt? Nugget muss da auch irgendwie involviert sein. Ich bin mir sicher, dass du ihn dazu kriegen kannst, dass was auch immer der weiß, Alter, dass du da reinkommst. Okay, ja, das weiß ich ja schon. Das habe ich ja schon eben gemacht und da habe ich gefailt. Okay, oh, und noch eine Sache. Wenn er dir irgendeinen komischen Device gibt, dann komm auf keinen Fall und rede mit mir, bevor du das Ding losgeworden bist. Warum? Ah, das ist so ein Listening-Device, ne? Da hört er uns ab hier. Die NSA, die sind überall. Aliens, weiße Bruder, Aliens. Der Direktor gibt das zu jedem, den er irgendwie komisch findet. Er hat mich dazu gebracht, so ein Ding für ein paar Wochen herumzutragen, bevor er aufgegeben hat. Ich bin mir sicher, dass Nugget hat auch so einen davon. Also pass auf, geliebter Bruder. Alles klar. Hi, meine Freundin nennt mich Nugget, oder sie würde mich so nennen, wenn ich Freunde hätte, aber ich habe keine Freunde, weder Liebe noch Freundschaft. Seit Billy weg ist. Was ist mit Billy passiert? Ja, Billy ist weg, Alter, Nugget weiß nicht wohin, aber ja. Weißt du, wo der ist? Ja, Nugget weiß das, aber Nugget weiß, wer das weiß, und weiß, und weiß. Ja, was weiß er denn? Ah, deine Fragen regen mich auf, Alter, ich hau mir jetzt Pillen rein. Oh, Frankfurter Applaus, Freunde. Billy, wir haben nach Billy geredet. Wer? Ich weiß nicht, von wem du redest. Wir haben gerade über Billy geredet. Nee, haben wir nicht. Nee, der Direktor hat gesagt, ich darf das nicht. Also, hör auf, mich zu drängen, ne? Aber ich muss das wissen. Sag doch mal, Nugget. Und warum sieht dein Kopf aus wie ein Schwanz? Ja, was auch immer. Also, da kommt die gute Frau. Boing, 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 boing. Der Direktor hat gesagt, Alter, hier abfahrt ins Office. Ja, gute Frau, schicken Sie mich ins Office. Ich würde mich gerne unter Pillen setzen lassen. Aber ich hab gehört hier. Ja, du fühlst dich ein bisschen traurig wegen Billy. Finde die Klappe. Ne? Ja, die Klappe ist da unten. Da habe ich schon entdeckt. Vor 2 Jahren, wo ich das Let's Play gestartet habe, so ein Gefühl. Ne? Ja, mir wurde gesagt, dass du dich traurig fühlst wegen Billy. Ja, schon. Boah, das ist alles. Ne? Billy ist weg, Alter, und du machst dich im Kopf. Ne? Ja, Freundchen, du versuchst ihn nicht rauszufinden oder irgendwie sowas. Du bist nur traurig, weil er weg ist. Ja. Oh, das macht alles viel einfacher. Pass mal auf, mein Junge. Ja, hier, das machen wir jetzt. Du kriegst jetzt Pillen und dann orgelst du dir schön ein paar Pillen rein und dann noch ein Wodka hinterher halt und dann Abfahrt, ne? Ja, erzähl das nur bitte keinem, ne? Der Hall-Monitor wartet draußen, der Winkel wird dich zurückbringen, ne? Also los, mach mal Abflug jetzt. Guter Mann, dürfte ich mir eine von ihren Waffen ausleihen, um ihren Kopf über den ganzen Boden zu verteilen? Das wäre sehr schön. Ja, okay. Da ist die Hatch. Dieser Teppich, der sieht irgendwie so aus, als wäre hier nicht richtig, ne? Der junge Mann, der guckt doch hier rüber. Guckt euch die Augen an. Der hat uns genau im Blick. Na, wir gucken trotzdem mal drunter. Wow, Alter. Hier, nicht rumgucken in meinem Office, so. Alter, aber ganz schnell raus hier, Freundchen. Aber ganz schnell ab, Vater. Oh, Memo. Ja, es tut mir leid, guter Mann. Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, alles war okay mit dem Direktor und so. Ja, alles cool. Ja, hat der dir zufälligerweise was gegeben, oder? Er hat ein paar Pillen gegeben, gute Frau. Gucken Sie mal da. Oh, was ein toller Tag. Du würdest doch bestimmt nicht dagegen haben, wenn die gute Lehrerin sich so ein paar Pillen reinorgelt. Oder dann darfst du vielleicht auch nachher mal in mich reinorgeln. Ja, viel Spaß, gute Frau. Guter Junge. Oh, als Lehrer lässt sich dieser Scheißjob nur so ertragen. Ja, schön auf Pillen den ganzen Tag. Oh, Memo. Ja, MeToo-Kampagne. Abfahrt. So, jetzt reden wir mit Lilly, würde ich mal sagen. Ne, Lilly? Und? Hast du die Klappe gefunden? Weißt du, wo Billy ist? Wow! Ich habe die Klappe gefunden, ja. Boah, exzellent. So, jetzt müssen wir in die nächste Phase meines Plans übergehen. Wir brauchen einen Weg, wie wir in das Zimmer des Direktors reinkommen, ne? Während er nicht da drin ist. Wie machen wir das, schöne Frau? Dürfte ich Ihnen an dieser Stelle ein Kompliment machen? Ihre Blumen im Haar ist wirklich... Oh, Chacuzelle, wie der Italiener sagt. Wir brauchen erstens so einen Weg finden, wie er da raus ist, Alter, und wir können da rein. Weißt du? Er geht raus, wir gehen rein. Easy. Ich glaube, du kannst ihn irgendwie nach draußen locken. Pass doch mal auf, ich kann ihn anrufen. Okay, dann ruf ihn mal an. Monty sagt, er hat den Code für die Luke so bei Mittagszeit rum, ne? Ja, pass auf, dann sehe ich mich zur Mittagszeit. Boah, das ist nur eine Sache, ne, die wir bedenken müssen. Wenn das hier alles ganz schrecklich falsch läuft, dann brauchen wir einen Grund,
warum wir das alles gemacht haben. Ja, wir müssen ihm irgendwas sagen. Wir brauchen irgendwo. Ja, wir brauchen Beweise. Ja, wie können wir denn Beweise finden? Naja, pass auch mal auf. Es gibt richtig viel Müll in der Schule, ne? Aber wer macht das sauber? Ich glaube, der Hausmeister hat da irgendwas mit zu tun, ne? Schau mal nach, ob der Hausmeister nicht irgendwas, was Komisches macht, so, ne? Okay. Wir müssen nachschauen, was wir machen müssen. Okay. Wir müssen im Badezimmer Hinweise finden, dass Billy verschwunden ist. Okay. Was haben wir denn noch hier für einen Hint? Oh, da, hier. Du kannst Beweise finden, indem man den Hausmeister dazu überredet, die Toilette sauber zu machen. Wie überreden wir den Hausmeister denn bitte, die Toilette sauber zu machen? Dann kann ich einfach rausgehen. Oh, nein, 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 nein! Du kannst nicht einfach so aus der Halle gehen. Aber ich müsste ins Badezimmer. Ah, okay, okay, okay. Ah, oder soll ich das Messer mitnehmen vielleicht, um den Jungen abzustechen? Das wird halt auch ein bisschen Sinn ergeben, oder? Vielleicht kann man mit dem Messer einfach... Wir probieren es erstmal so. Ja, ich weiß nicht, kannst du? Darf ich das Badezimmer benutzen? Ja, natürlich, hier ist der Bathroom Pass. Ja, ich bin bald wieder da. Oh, guter Mann, Sie sind aber... Oh, Memo. Oh, nicht so schnell, mein Junge. Ne? Ich muss erstmal hier deinen Hallpass sehen, ne? Bevor ich dich hier reinlasse. Ne? Na, das ist klar, Freund. Ja, hier ist mein Pass. Okay, du darfst rein, aber nur bis zum Badezimmer, ne? Okay, dann gehen wir einfach mal ins Badezimmer. Oh, hallo Hausmeister. Was ist denn los mit Ihnen? Guten Tag. Wie geht's dir, mein Junge? Was ist denn da in diesen Dingern drin? Was für Bags ich sehe? Ich sehe keine, ne? Diese da. Oh, diese da, ja. Ja, pass auf, da ist nichts, worüber du mir Sorgen machen musst, ne? Lauf mal weiter hier. Ja, okay. Schauen wir erstmal. Ich meine, die Dinger waren ja abgeschlossen, ne? Ich kann irgendwas da drin grunzen hören von der anderen Seite. Da muss benutzt sein. Die Tür will sich nicht bewegen, da muss jemand drin sein. Okay, kann ich denn jetzt einfach hier hingehen und einfach mal mies reinkacken? Okay, die Toilette ist widerlich. Guter Mann, die Toilette ist widerlich. Können Sie da mal hingehen? Oh ja, das blutet. Sag mal, hier. Okay, wir... Das ist ein Waschbecken. Okay, cool. Wer von euch hat schon mal ins Waschbecken gepisst? Seid ehrlich. Ich muss einmal sagen, ich war mal in so einem Flixbus-Ding unterwegs. Und die Kloklappe, das war alles so widerlich, da habe ich einmal in das Waschbecken reingepisst. Es tut mir auch leid. Ja, aber irgendwie müssen wir den noch überreden, oder hätten wir den abstechen müssen oder sonst was? Ich darf, du musst von einem Moblänge Abstand halten, so, ne? Wie ist es denn dazu gekommen, guter Mann? Du bist doch immer noch aufgeregt hier über diese komische Sage, die da erzählt wird, ne? Wo da irgendjemand hier auf meinem Mob geendet ist. Guter Mann, das sieht auch einfach aus wie ein fucking Kopf, den sie da drauf haben auf ihrem Stöckchen, ne? Ja, das klingt wunderschön. Ja, ja, das ist es auch. Es wird Zeit für eine andere, ne? Ich bin ein bisschen interessiert, mich schon. Ja, mich auch, mich auch. Ja, das war der Grund, warum ich hier überhaupt in dieser Kacke hier gelandet bin, ne? Ja, was auch immer. Ja, ich glaube nicht, das wäre angemessen, jetzt hier irgendwie einem in deinem Alter sowas zu erzählen, ne? Aber es ist okay für Sie, mich hier so einen blutigen Klotz da sehen zu lassen im Mülleimer. Ja, du bist schon ein kleiner, süßer, junger Mann, ne? Hier, pass mal auf. Da kriegst du den Nickel hier und du kaufst dir dafür selber ein schönes Schokoladending. Ah, okay, also so hätte ich hier die Schokolade bekommen können. Cool. Achso, ne. Ich habe nur einen Dollar bekommen. Aber das hilft mir ja auch nicht. Wie macht man das denn? Das hier ist ekelhaft. Ja, widerlich. Hausmeister, geh mal putzen hier. Guter Mann. Ich gib ihm noch Kippen. Kann ich hier nicht irgendwie... Ja, sie sind sehr beschäftigt, da aufzuräumen. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas verkackt, indem ich dem Hausmeister gesagt habe, dass wir das machen. Ja, gut. Oh nee, jetzt bin ich hier. Oh. Okay. Ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich nehme jetzt einfach mal aus Prinzip das Messerchen mit. So, jetzt haben wir mal das Messerchen. Jetzt sagen wir, gehen raus. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Kann ich den Hausmeister vielleicht einfach abstechen? Die Toilette ist widerlich. Auf keinen Fall benutze ich das Ding. Kann ich vielleicht einfach von hinten und dann den Hausmeister abstechen? Was geht ab, mein süßer kleiner Junge?
War das da vorhin auch schon? Die Toilette da vorne muss auf sauber gemacht werden? Stand das da schon? Ja, ja, ich weiß, aber wer, glaube ich, hat das Ding in erster Linie dreckig gemacht, hä? Ja, guter Mann, haben Sie da vielleicht reingepisst? Haben Sie da über die ganze Wand uriniert? Hä? Waren Sie das? Sind Sie Uringeller? werden Sie das jetzt sauber machen oder nicht? Na, nicht, wenn ich muss. Bezahlt pro Stunde und nicht pro Toilette. Das ist auch einfach nur ein weiterer Stall, so, ne? Kann ich den Mann vielleicht irgendwie bestechen? Hey, nicht da reingehen! Okay, sorry. Hey, wie kann ich den denn dazu bringen, das sauber zu machen? Oh, ich hab dir doch gesagt, du sollst ein anderes Ding benutzen. Hey, was ist da so hart daran, Alter? Ja, okay, Jesus, Jesus. Dann gehen wir da hin. Da ist jemand drin. Gehen wir da hin. Ja, da ist jemand drin. Da wird drin gegrunzt. Da wird wahrscheinlich gerade ordentlich einer verschachtelt. Guter Mann, da kann ich nicht reinpissen. Ich könnte immer noch ins Waschbecken pissen oder hier auf dem Boden. Ne? Ich hab dir auch gesagt, du sollst den anderen benutzen. Ja, aber die sind alle benutzt. Oh nee, ich hab's schon wieder verkackt, Alter. Ich hätte das Messer nicht mitnehmen dürfen. Wir sehen uns gleich wieder. Guter Mann, die anderen sind alle besetzt. Ja, okay, dann werde ich mich darum kümmern. Ne? Warte, bleib mal hier, blödes Kind. Da bringt mich dazu, die blöde Toilette sauber zu machen. Mit meinem blöden Mob, nur ein blöder Job. Hätten sie mal in der Schule besser aufgepasst, ne? Beim Morgenkreis und so. So, kenn ich jetzt dahin. Das ist ziemlich blutig und ekelhaft, dieser Sack da. Ah, die Eier, die Teile da drin sind zu groß, um sie mit mir rumzutragen. Außer hier so einen abgeschnittenen Finger, sollte ich den nehmen? Ja klar, warum nicht? So einen abgeschnittenen Finger kann man immer mal gebrauchen, ne? Oh oh. So, Toilettending da jetzt sauber, ne? Nicht so, dass du dir jetzt die Chance hättest, das zu benutzen, ne? Weil die Glocke hat geklingelt, also raus hier, Freundschaft. Piss dich da halt einfach ein auf dem Schulhof da, so, ne? Oh, Mann. Oh, okay. Oh, du bist zurück. Ah, los, los. Genau zur richtigen Zeit für die Lunchtime. Los, los. Geht zur Cafeteria, Kinder. Holt euch euren Flop ab. Alles klar, gute Frau. So, und an dieser Stelle würde ich sagen, pausieren wir das Video und ihr werdet mich dafür hassen und genau deswegen mache ich es. Und in der nächsten Folge werden wir versuchen herauszufinden, was hier alles passiert ist. Okay, war natürlich nur ein Witz. Wir machen hier heute Überlängenfolge und versuchen es einfach das ganze Ding durchzuspielen, weil ich kenne das von mir selber, mich würde es aufregen, wenn wir das nicht gemacht hätten. Ne? Wenn man dann wirklich nur warten muss und so angeteased wird das jetzt. Also, wir müssen Lilly die Beweise für Billys Verschwinden zeigen und Monty das Ding dechiffrieren lassen. Erstmal gehen wir zu Lilly. Und, hast du was gefunden? Irgendwas, das versichert, dass wir nicht einfach nur verrückt sind? Gute Frau, ich bin mir nicht sicher, aber guck mal, ich habe hier ein lustiges Fingerchen gefunden. Das ist ja widerlich, oh Gott. Ich hoffe nur wirklich, dass das nicht Billys Finger ist. Oh mein Gott, okay. Puh. Es wird auf jeden Fall passen. Es muss ja auch nicht Billys sein, ne? Ein abgehackter Finger ist Grund genug, um in Panik zu geraten, ne? Ja, ne, also klappt das? Ja, klar. Jetzt nimm das bitte weg von mir, ey, das ist ekelhaft. Ja, noch findest du es ekelhaft. In ein paar Jahren wirst du dich über so einen Finger richtig freuen, mein Junge, ne? Okay, jetzt müssen wir mal rausfinden, was mit meinem Bruder passiert ist. Hast du den Coach schon von Monty bekommen? Noch nicht, den hole ich jetzt. Na, dann hol ihn und sieh mich, wenn du den hast, okay. Hi, Monty. Du bist ein Finger? Ist egal, hast du hier die Nachricht dechiffriert? Ja? Psch, natürlich habe ich das. Ich habe sie auf die Rückseite dieser Notiz geschrieben. Hier, bitteschön, viel Spaß damit. Danke, kann ich dir einen Finger verkaufen? Nein? Okay, also 4851, okay. Und, hast du's? Ja, hier. Was ist jetzt das nächste? Okay, pass auf, ich habe schon die Lunchlady bezahlt. Wir müssen jetzt zum Badezimmer gehen. Ne? Von hier benutzen wir das Telefon und rufen den Direktor an. Ja, und dann locken wir ihn ins Klassenzimmer. Okay, wir treffen uns da. Okay, wahrscheinlich brauche ich jetzt hier für die Kippe, ne, die Flüppchen, um den wunderschönen Mann mit dem wunderschönen Kind zu bestechen. Ah ne, der ist gar nicht da. Ah ne, der ist ja da drin, ne? Ah ja, da ist er ja. Was? Oh, der kleine Junge da. Oh, was ist denn los mit dir, ne? Oh, du bist viel zu klein dafür, um hier noch ein Mädchen mit reinzubringen, ne? Ins Badezimmer. Oh, warte mal, bist du in der 6. Klasse bist du oder so, ne? Dann kannst du dir erstmal schön hier, kannst du schon mal erstmal eine Alte da wegknacken, ne? Für jede Frau kriegst du einen Pickel, ne? Das habe ich ausprobiert hier. Ja, guter Mann, hören Sie auf zu lügen. So, ich muss euch zum Direktor bringen. Nein, du verstehst das nicht. Es ist sehr wichtig. Du kannst uns nicht aufhalten. Es muss doch irgendetwas geben. Was wir für dich tun können? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich könnte euch gehen lassen, wenn ihr mir eine Packung Zigaretten bringt.
Okay. Ja, hier sind Zigaretten, guter Mann. Oh, wow. Danke, kleiner Bro, Alter. High five. So, jetzt macht mal, was immer ihr wollt. Ne? Die Zeiten ändern sich, scheint mir so. Ja, ich glaube schon, guter Mann. Okay. Okay, so, jetzt haben wir... Gut, dass du mitgedacht hast und ihm Zigaretten gegeben hast. So, pass auf, jetzt gib mir mal den Telefon, ich schreibe dir meine Nummer auf. So, ich muss einen sehr, sehr wichtigen Anruf machen. Ja, an den Direktor. Okay, ruf mal an. Hallo, Herr Direktor? Lilly, bist du das? Alter, wie rufst du mich an, Alter? Woher hast du das Handy der Lehrerin? Los, gib sie mir mal. Nee, ja, aber wenn Sie Ihre Leben retten wollen, dann gehen Sie jetzt besser los zum Klassenzimmer. Jetzt! Was? Was bedeutet das? Lilly, antworte mir, junge Lady. Das sollte es tun. Ja, ja, ich höre ihn schon. Ich höre ihn schon, da läuft er. Ja, ja, ja. Los geht's. Sind das nicht tolle Soundeffekte, die ich hier live mache? Ach, ich würde auch sagen, ne? Oh, Lilly, da rennt's aber ganz schön schnell. So, rein da, schön mit dem Schlüsselchen. Das ist die Tür zum Direktorsdings da, ne, Officer. Machen wir mal auf, dein Mums. So. Ich kann nicht glauben, dass wir hier drin sind. Also los, wo ist die Luke? Da vorne unterm Teppich, in der Ecke. Guck da mal drunter, ne? Was zur... Da ist niemals... Wir können hier nirgendwo den Code eingeben. Ey, was machen wir? Gucken wir mal. Okay, da ist hier so eine Hatch unterm Floor und getrocknete Blutspritzer, die da überall drumherum sind. Aber es ist abgeschlossen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie herausfinden... Ah, können wir hier... Ah, gucken wir da. Da ist ein Schloss hier an der Schublade. Ah, sieht so aus, als könnte man da einen Code eingeben. Dann tippen wir mal den Code ein. Oh, da ist ein fancy Schlüsselchen drin in diesem Desk. Ja, in dieser Schublade. Dann nehmen wir den Schlüssel mal raus und dann ganz schnell jetzt. Boah, ganz schnell jetzt. Da ist eine. Bla. Machen wir mal auf hier den Bums. Okay. Das hat's gemacht. Bevor wir runtergehen, möchte ich dir nur Danke sagen. Ich wäre nicht so weit gekommen ohne dich. Und ich wäre nicht in meinem Leben so weit gekommen. Ohne die Lehrerin mit diesen verdammt schönen Haaren. Okay, kein Problem. So. Was auch immer da draußen passiert, bleib einfach nah bei mir. Wir können das tun, wir schaffen das. Ja, dann klettern wir mal runter. Oh, what the fuck, Alter? Ist das Mewtwo und Mew? Wow, ich kann mir nicht glauben, dass wir hier unter der Billy... Billy sieht nicht mehr so gut aus, geliebte Schwester. Was haben sie mit dir gemacht? Was haben sie dir angetan? Wir müssen einen Weg finden, um ihn da rauszuholen. Los, schnell! Okay, was zur Hölle ist das hier? Das sieht so aus wie der Slop von der Cafeteria. Ich glaube, wir haben das Geheimnis herausgefunden. Oh, sie fressen tatsächlich Kinder. Hey, wer hätte es nur gedacht? Und was ist das hier? Okay, das ist fucking weird. Hier ist ein Computer mit 4 Knöpfen. Hi. Geben Sie den Befehl ein. Wo soll ich das denn wissen? Okay, da ist das grüne Licht. So ist das bedeuten. Ich dachte jetzt irgendwie, dass wir nach oben gehen müssen, weil da standen so 4 Bücher beim Direktor im Dings. Okay, also scheinbar müssen wir jetzt den grünen Knopf. Kehre den Mutationsprozess des Inhalts von Tank 3 um. Fehler, Inhalt von Tank 3 kann nicht umgekehrt werden. Okay, als nächstes sehe ich da ein gelbes Licht, ne? Das ist richtig, oder? Aktiver Tank wechselt auf die 1. Jetzt ist da ein grünes Licht. Kehre den Mutationsprozess des Inhalts von Tank 1 um. Fehler, Inhalt von Tank 1 kann nicht umgekehrt werden. Ich bin verwirrt, Alter. Was müssen wir hier machen? Können wir hier Billy retten? Ja, okay, danke, Merkel. Dann drücken wir nochmal den grünen Knopf. Okay, Die Lichter sind aus, ich kann überhaupt nichts sehen. Los, geht weg von meinen Experimenten. Okay. Ich wusste es, Sie stecken hinter dem Ganzen. Sie haben meinen Bruder die ganze Zeit gehabt. Ja, Lilly, du warst mir ein sehr, sehr mieser Dorn im Auge, so, ne? Ich wusste, dass ich ihn nicht hätte wählen sollen. Ihn für was benutzt haben? Was bedeutet das alles? Ich glaube, ich sollte sagen, was das alles ist, bevor ich dich hinrichte, ne? Ich würde es sehr gerne wissen, guter Mann.
Diese Kreaturen hier leben tief unter der Schule. Sie geben interessante Chemikalien von sich ab, die den menschlichen Körper auf eine interessante Art und Weise beeinflussen. Wie denn zum Beispiel? Ich habe das Zeug in Pillen gepackt. Es hat einen interessanten, verschiedenen Effekt auf jede einzelne Person, die das probiert. Das Applegate zum Beispiel, die ist richtig abhängig geworden von dem Zeug. Und was ist mit Nugget? Die haben ihm geholfen. Ich weiß nicht, was mit ihm falsch ist, um ehrlich zu sein, ne, um anzufangen. Aber hey, seit er die nimmt, Alter, scheint er wieder ein bisschen fitter zu sein, der kleine Junge. Und was ist mit Billy? Die Kreaturen in den Röhren neben ihm, die sind sehr, ja, feindlich. Ich habe versucht, diese Chemikalienproduktion in Menschen nachzustellen, ne, um den Risikofaktor zu senken, dass sie nicht so aggressiv sind. Ne. Ja, aber gut, der Mann, das erklärt Billy aber nicht, hä? Ja, Nugget war eigentlich mein Original-Testobjekt. Aber Billy ist über eine dieser Kreaturen gestoßen, über die Körper von dem im Hausmeisters-Schränkchen da, ne? Während er mit irgendeinem Hund oder sowas zu tun hatte. Okay, wow. Ja, so, das war's, ne? Das war alles, was ihr hier wissen müsst. Ich werde euch jetzt leider töten müssen. Ich kann nicht dafür sorgen, dass ihr hier rausgeht. Okay, ja, ist halt die Frage, ne? Müssen wir das wirklich hier den... Den? Oder soll das gelb sein? Ich drücke jetzt einfach mal irgendwas. Ah, okay, irgendwas war falsch. Ja, ich habe die Knöpfe in der falschen Order gedrückt. Okay, warte, ich mache es jetzt folgendermaßen. Ich werde jetzt einfach mal kurz in die Aufnahme von eben reingehen und gucken, in welcher Reihenfolge die Bücher sind. Sekunde. Das war übrigens eine dumme Idee. Ich hätte einfach mal die ganzen Texte durchlesen sollen, anstatt auf irgendwelche blinkenden Lichtern zu achten. Aber das ist dabei rausgekommen. Oh. Guter Mann, Sie sehen sehr, sehr schön aus. War es das etwa nicht? Sie haben mir Ihren Penis in den Kopf gesteckt. Okay. Ich bin tot. Okay, wir müssen die Kreatur töten, bevor wir den blauen Button klicken. Gibt es hier vielleicht noch irgendwelche Hints? Oh, hier sind neue dazugekommen. Gelb bedeutet den Tank wechseln, rot bedeutet neutralisieren. Grün ist umkehren und blau ist freilassen. Ah, okay, also ist die ganze komische Reihenfolge an den Büchern, die ich mir da rausgesucht habe, absoluter Müll und ich habe mir da irgendwas Lustiges zusammengeschüttet. Nice! It's re-re-time. Also. Als erstes drücken wir gelb. So, und wechseln das. Jetzt schreddern wir das Vieh. So, jetzt drücken wir gelb. Und den wollen wir jetzt zurückholen, ne? Also grün. Aha. Oh, da ist Billy. Wir haben Billy wiederbelebt. Er hat keine Augen mehr. Und vermutlich ist er auch erstickt. Aber, wir haben Billy. Okay, so. Es hat funktioniert. Du hast ihn repariert. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, wie wir ihn herausbekommen. Ja, das machen wir, indem wir das blaue Ding drücken. Ah, die Lichter sind aus. Ich kann nichts sehen. Oh, geh zurück, weg von meinen Experimenten, ihr Freundchen. Ich wusste es, sie stecken dahinter. Bla, 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 bla. Das hatten wir alles schon. Oh, interessiert mich nicht, Jungchen. Ey. Jetzt lassen wir Billy frei, ne? Lasse die Inhalte aus beiden. Ah, okay, der lässt das aus beiden frei. Ah, okay. Ja, das wusste ich natürlich. Da war mir alles bewusst. Nein! Was hast du getan? Bleib weg von mir, bleib weg von mir. Oh nein, oh nein. Guter Mann, Sie werden jetzt platzen. 3, 2, 1, Abflug. So, jetzt nimmt Mewtwo seinen Kopf mit. Boah, schön das Auge da raus. Wie das aussieht. Okay. Billy, wach auf. Billy, komm schon, Billy. Hm? Wo bin ich? Oh, was geht hier ab, Lilly? Er lebt, er ist gerettet, wir haben es geschafft. Sieht ein bisschen aus wie so ein kleiner Heckenpenner, oder? So ein kleiner Robin Hood, Alter. Können wir hier rausgehen? Ich möchte nach Hause. Oh. Natürlich können wir das, du kleiner Blödmann. Aber erstmal müssen wir zu Show and Tell. Ja, ergibt Sinn. Können wir nicht irgendwie so ein... Und einen Leichenteil vom Direktor irgendwie mitnehmen oder so? Los, lass uns hier verschwinden. Aber ich würde gerne so den abgetrennten Körper des Direktors zeigen. Hohoho, sieht mal an, wer wieder da ist, nachdem er hier die ganze Zeit die Pause geskippt hat. Billy Lein. Nugget Freund ist zurück. Billy ist frei von dem bösen Direktor. Halt die Klappe, du kleiner verwirrter Junge, Alter. Ich hoffe, ihr hattet alle eine gute Entschuldigung, hä? Lass mal hören jetzt. Es tut mir leid mit Applegate. Ha, wir haben Billy gefunden. Ich war in einem geheimen Labor unter der Schule.
Ja, ja, aber das ist keine Entschuldigung dafür, dass du hier den Bereich verlassen hast, auf den ich hier aufpasse und so, ne? Los, abwärts zum Direktor jetzt, mein Junge. Der Direktor ist irgendwie, na, Sie wissen schon, explodiert. Also sagst du, hier ist keiner mehr, der meinen Check bezahlt? Ich glaube nicht. Okay, na dann haut rein, ne? Ciao. Das ist die Arbeitsmoral, die ich sehen will. 10 von 10. Ich glaube, wir können auch verschwinden. Ja. Freunde, wer hätte es gedacht? Wir haben es durchgespielt. Ich hoffe, die Audio ist da. Ansonsten werde ich mich weinen, in den Schlaf weinen. Ich weiß nicht, wie ich irgendwie die Wörter aufbringen soll, um dir zu danken für das, was du alles getan hast. Schätzelein, da brauchst du keine Wörter machen aus München auf der Ohr. Ja, du hast mein Leben gerettet. Es gibt nichts, was irgendwie auch nur angemessen wäre, was ich tun könnte. Doch. Vielleicht gibt's da eine Sache. Du hast recht. Hier ist es. Das ist eine ultra seltene Monstermon-Karte. Unser Vater arbeitet in der Company, Alter, die Dinger produziert. Das ist die einzige, die existiert. Du kannst also hier, hast du meinen Collectors Guide, der sagt dir, wo du alle Monstermon-Karten finden kannst. Danke für alles, was du heute getan hast. Wir sollten nach Hause. Ich bin mir sicher, unsere Eltern wundern sich schon, wo wir gerade sind, ne? Mach's gut. Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben den blauäugigen, goldenen Drachen. Bestimmt keine Anspielung auf irgendwas. Wir haben es durchgespielt. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Es gibt einen zweiten Teil. Und ich würde sagen, an dieser Stelle verlassen wir den Kindergarten, den grausamen Kindergarten. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet eine Audiospur. Ich liebe euch und ciao.